Eins, zwei, drei. So, es ist nicht so, guys, und rechts Seite. Wieder Pendulum. Aber nicht. Dann eins, zwei, drei, eins. Und also ich fühle mich total erschöpft. Ich musste mich eine Stunde lang konzentrieren auf das Maximum. Ich habe ein bisschen Mühe manchmal, meine Gedanken dann auf den Tanz zu fokussieren, vor allem wenn so eine hübsche Frau vor mir steht. Der Tanzlehrer war genial, er hat so gut erklärt, dass man schnell reinkam, und mein Mann, finde ich, hat es hervorragend gemacht. Heute war der Vorbereitungskurs für den Summer Knox Ball für heute Abend. Wir haben angefangen mit der langsamen Walze, dann ist noch die Wiener Walze und Disco Swing. Und mit diesem einfachen Schritt, wir hoffen, dass die Leute kann zu jedem Ball tanzen über die Ball-Saison. Ja, also ich, in diesem Bereich bin ich sicher blutiger Anfänger. Wir haben schon mal einen Rock'n'Roll-Kurs zusammen gemacht und einen Salsa-Kurs, so einen Einsteiger-Kurs. Also ein bisschen Tanzerfahrung in diesem Bereich haben wir schon. Ich wollte schon immer tanzen. Es ist mein Traum, mein Wunschtraum zu tanzen. Ich fühle mich glücklich. Und heute hat mein Mann zum ersten Mal die Initiative ergriffen. Ich tanze schon lange. Ich habe früher 8 Jahre lang Ballett getanzt und dann zu Hip-Hop gewechselt. Und momentan tanze ich auch noch Modern Dance. Also ich bin ziemlich tanzbegeistert. Die Idee ist wirklich nicht, dass alle bekommt in 2 Stunden Semi-Profi. Einfach, dass sie ein paar Schritte machen auf der Tanzfläche und Spaß zu haben. Das ist der Hauptpunkt von dieser letzten 2 Stunden. Ich war ein bisschen nervös, ganz ein wenig, aber an die Schritte konnte ich mich nicht mehr erinnern, aber es hat professionell ausgesehen. Ich glaube, im Großen und Ganzen kommt es nicht so groß darauf an, was man mit den Beinen macht, solange man Spaß hat hier einfach.